Willkommen zur Tumorsprechstunde. Mein Name ist Daniel Helbling. Ich bin medizinischer Onkologe hier am Gastrointestinalen Tumorzentrum in Zürich. Ich möchte Ihnen heute eine Studie vorstellen, die mir sehr am Herzen liegt. Bei dieser Studie geht es um Patienten mit Mastdarmkrebs. Mastdarmkrebs wird auch Rektumkarzinom genannt. Das ist ein Tumor des Dickdarms, der die letzten 15 cm des Dickdarms befällt. Patienten, die in dieser Studie behandelt werden können, haben keine Fernmetastasen. Das heißt, der Tumor ist nur auf das Rektum beschränkt, auf die letzten 15 cm. Eventuell sind noch Lymphknoten befallen. Klassischerweise werden diese Patienten mit einer Radiochemotherapie über 5 Wochen behandelt, bevor sie operiert werden. Nun untersucht man in dieser Studie, ob man die Radiotherapie weglassen könnte. Man hat heute Daten, dass dies nicht mehr immer notwendig ist und damit könnte man relevante Nebenwirkungen vermeiden, welche durch die Strahlentherapie oder eben Radiotherapie ausgelöst werden. Ich möchte Sie nun sehr auffordern, falls Sie einen Tumor haben, der den Mastdarm befallen hat, also die letzten 15 cm vom Dickdarm, und Sie haben keine Fernmetastasen, dass Sie sich dann bei uns melden. Wir blenden Ihnen die E-Mail-Adresse ein und auch die Telefonnummer. Wir erklären Ihnen dann das Studienprotokoll genau. Es geht darum, dass Sie eventuell nicht mehr mit einer Strahlentherapie behandelt werden müssen und dass man dies nun genau in einem Studienprotokoll untersucht. Man kann leider nicht alle Details hier aufsprechen, aber ich möchte Sie sehr bitten, sich zu melden, weil diese Studie für die Patienten ein großer Vorteil ist und auch für Sie ein großer Vorteil sein könnte, falls Sie nicht unbedingt eine Strahlentherapie benötigen.